Die Gesellschaft für bedrohte Völker hat gegen die Verletzung der Religionsfreiheit von Christen in der Volksrepublik China demonstriert. Aus Protest errichtete die Menschenrechtsorganisation am 3. September ein 3 Meter hohes rotes Kreuz vor der chinesischen Botschaft in Berlin. In den vergangenen 2 Jahren hatte das kommunistische Regime mindestens 1200 Kreuze von offiziell anerkannten Kirchen in der Provinz Zhejiang abreißen lassen. Wie der China-Experte der Organisation Ulrich Delius der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA sagte, steckt hinter dem Kreuzsturm die irrige Annahme der kommunistischen Funktionäre: Wenn keine Kreuze mehr zu sehen sind, werden die Menschen auch nicht mehr in die Kirche gehen. Viele Christen hatten gegen die Zerstörung von Kirchen und Kreuzen friedlich Widerstand geleistet und wurden festgenommen. Mit den steigenden Flüchtlingszahlen in Deutschland wächst auch die Hilfsbereitschaft vieler Bürger. Bis zu 40 junge Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und dem Iran nehmen so zum Beispiel seit einem Jahr wöchentlich an dem sportmissionarischen Projekt Refugee Altenkirchen teil. Die christliche Sportorganisation SRS möchte gemeinsam mit der Evangelischen Allianz und den örtlichen Kirchengemeinden in diesem Projekt christliche Werte transportieren. Wie sich Gemeinden für Flüchtlinge engagieren können, sehen Sie dazu einen Kommentar von Herrn Wölfert, Referent des Arbeitskreises Migration und Integration der Deutschen Evangelischen Allianz. Fit für Flüchtlinge, das ist das Gleiche, wenn ich meinen Körper fit machen möchte. Ich überlege mir, wie kann ich Sport treiben, was muss ich dazu tun und dann muss ich es anfangen. Für die Arbeit mit Flüchtlingen bedeutet es zuallererst Gebet, als ein ganz wichtiges Fitnesselement. Dann ein zweites Element, was sagt die Bibel zu den Flüchtlingen? Ein drittes Element, ich muss es einfach anfangen. Jedes Sportprogramm ist nur dann sinnvoll, wenn ich anfange loszujoggen. Und dann möchte ich einfach auch von der guten Hoffnung weitersagen, die wir als Christen haben. Ich denke, wenn diese Elemente zusammenkommen, dann haben wir ein ganz tolles Fitnessprogramm für unsere Gemeinden. Christen sollten auf Sex vor der Ehe verzichten. Dafür wirbt der Jugendreferent des Evangelischen Fachverbands für Sexualethik und Seelsorge Weißes Kreuz, Nikolaus Franke aus Kassel. In einem Beitrag für die Evangelische Nachrichtenagentur IDEA nennt er eine Reihe von Gründen, vor der Ehe enthaltsam zu sein, auch wenn das unpopulär sei. So sei die Verletzung beim Scheitern einer Beziehung größer, wenn man schon intim geworden ist. Warte man aber bis zur Hochzeit, habe auch die seelische Intimität Zeit zu wachsen. Die Ehe sei ein Schutzraum für die Sexualität, so Franke. Nach seinen Worten sollten gerade Christen ein Vorbild für andere sein. Sexuelle Enthaltsamkeit bis zur Ehe mache Christen in der Welt erkennbar.